Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen God Mode Glitch zeigen. Auf Ausbruch, wie ihr seht, habe ich ein Leben, Leute, und ich sterbe einfach nicht. Diesen Glitch könnt ihr auch benutzen, wenn ihr das Easter Egg machen wollt. Und es ist wirklich sehr einfach zu machen. Ich zeige euch jetzt, wie das geht, Leute. Als erstes braucht ihr einen Freund, der euch dabei hilft. Und das Grabstein-Perk, Leute. Wenn ihr dann das Grabstein-Perk habt, dann geht zu so einem Teleporter, den ihr am Rand der Map findet und lasst euch down gehen. Könnt ihr entweder wie ich machen mit der Barriere, mit einem Zombie oder einer Granate. Wenn ihr dann down seid, dann aktiviert euren Grabstein und stellt euch hier vor diesem Teleporter. Nun müsst ihr warten, bis eure Lebensanzeige so gut wie komplett ausgelaufen ist. Und kurz bevor eure Lebensanzeige komplett weg ist, geht ihr hier rein und ihr werdet teleportiert, Leute. Nach diesen Teleportationsanimationen werdet ihr direkt sterben und ihr müsst jetzt 30 Sekunden warten, bis ihr wieder ins Spiel joint. Wie gesagt, sagt eurem Kumpel am besten, er soll an einem Teleporter chillen, und wenn er einen Teleporter gefunden hat, sag ihm, er soll nicht zu nah an der Barriere stehen, weil es kann sein, dass wenn ihr jetzt gleich wieder rein spawnt, out of map spawnt und Schaden bekommt. Wenn ihr dann wieder lebt, dann begebt euch zum Teleporter. Achtung, ganz wichtig, ihr dürft gar keinen Schaden bekommen, bis ihr den Teleporter benutzt habt. Dann springt in den Teleporter rein und wenn ihr aus dem Teleporter rauskommt, müsstet ihr im God Mode sein. Diesen God Mode müsst ihr jedoch jede Runde wiederholen. Also wenn ihr von Runde 1 auf 2 geht, von 2 auf 3, müsst ihr halt immer wieder den Glitch wiederholen. Jedoch könntet ihr diesen Glitch machen, bevor ihr in den Bossfight geht, auf Ausbruch, falls ihr das Easter Egg machen wollt. Denn dort klappt es auch und so könnt ihr ganz easy das Easter Egg schaffen. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.